Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Taktgefühl. Wir haben heute wieder die Roske dabei. Und zwar, weil nachgefragt wurde, ob wir nicht einmal zeigen können, wie wir das Hufegeben erarbeiten. Als sie gekommen ist, kannte sie das Hufegeben gar nicht. Und wir sind jetzt aktuell auf einem Stand, dass die Vorderhufe gut klappen, die Hinterhufe noch so ein bisschen spannend sind. Wir müssen jetzt gleich mal schauen, wie wir euch das zeigen können. Ich werde euch ein bisschen erklären, wie wir das aufgebaut haben. Es ist aber so, dass wir das bisher immer geübt haben, dass eine Person vorne stand, lasst es mal aus, dass eine Person eben vor ihr stand und sie gehalten hat und ihr dann, wenn ich den Huf oben hatte, ein Leckerli gegeben hat. Da wir heute nur zu zweit sind und Mona hinter der Kamera steht, müssen wir mal schauen, ob das funktioniert oder ob wir gerade für die Hinterhufe nicht nachher jemanden, also die Kamera aufstellen müssen und Mona muss dann Roske halten, weil sie auch das freie Stehen bisher nicht geübt hat. Und ich möchte sie da jetzt auch nicht komplett überfordern. Deswegen schauen wir mal, wie das so geht. Aber ich fange mal an, die Roske so ein bisschen querzustellen und euch zu zeigen, wie wir damit angefangen haben. Also erstmal, jemand hält das Pferd, ne, für euren Kopf. Fange ich damit an, dass ich das Pferd überall streicheln kann und das Bein berühren kann. So weit, so gut. Ich fange immer vorne an, weil vorne für die Pferde meistens deutlich einfacher ist. Und ihr müsst wissen, Jungpferde finden erstens, verstehen natürlich nicht, dass wir das Bein wollen und zweitens haben häufig wirklich noch Balanceprobleme dabei. Deswegen gehen wir da vorsichtig vor. Wir können uns bei ihr ihren Behang so ein bisschen zunutze machen. Feine Maß. Das heißt, ich gehe runter und am Anfang, feine, feine, super, gut, gut und wieder ab. Am Anfang kann ich so ein bisschen, sie macht das jetzt schon fast einen Ticken zu schnell, um das gut zu zeigen, in diese Behanghaare packen, weil sie ein Antippen ja noch nicht als Hochheben verstehen. Mausi, lass meine Haare los. Ja, nicht beißen bitte. Gut. Das heißt, ich mache das jetzt mal hier nach. Mache ich das hier nach? Ich mache das mal nicht unten nach, weil das sonst ein bisschen schwierig für sie nachzutippen. Also, sie soll das jetzt nicht so schnell machen, damit ich das zeigen kann. Ich nehme ihr quasi die Fessel und ziehe so ein bisschen dran hoch an dem Behang, weil sie dann relativ automatisch das Bein so ein bisschen knickt einfach von so, so. Und dann kann ich das loben und das Bein weiter hochnehmen. Dann gehe ich allerdings schnell dazu über, dass ich vorher einmal das Bein antippe, unten, damit sie dann weiß später, es reicht auch ein Tippen. Und ich muss nicht immer Fell nehmen und ein bisschen dran rum. Zuppeln, sage ich jetzt mal. Und es geht eben bei ihr schon sehr schön. Ich kann sie hier antippen. Sag Huf. Super. Und dann kann ich mir den nehmen. Sie hat den jetzt gerade ein bisschen nach vorne rausgenommen. Feine Maus. Super. Und wir sind schon relativ lange. Feine. Super. Toll. Am Anfang kann man die gerne schnell wieder absetzen. Wirklich, dass man den Huf so ein bisschen kriegt und wieder absetzt. Aber ich passe immer auf, dass das nicht zu lange wird, sondern dass ich relativ schnell dazu komme, den Huf auch hochzuheben. Und für mein Empfinden sollten sie zappeln. Also nicht sollten sie das und dann unsicher sein, mal selbst wieder ab, sondern wenn sie dann wirklich anfangen zu zappeln und mit dem Bein zu schlagen oder nach vorne auszuschlagen, dann versuche ich den Huf noch einen Moment zu halten. Wenn ich den Vorderhuf hier habe, komm, gib nochmal. Super, komm, Huf. Hier bin ich dann auch ein bisschen geduldig mit ihr. Wenn sie dann aber gar nichts macht, dann nehme ich wieder hier an der Fessel. Super, dann kann ich die nehmen. Das heißt, ich ziehe den Huf ruhig auch nach hier, wenn sie anfängt rumzuschlagen mit dem Vorderbein, weil sie das dann nicht so gut machen kann. Feine. Ja, ja, jetzt versuchst du es ein bisschen. Wenn ich den hier oben halte, kein Problem. Super, und wenn sie dann wieder still ist, dann setze ich hier den wieder ab. Weil ich eben nicht möchte, dass sie lernt, durch ein Zappeln den Huf wieder frei zu bekommen, sondern dass ich den kurz halte und hier sage, hör mal, du kippst nicht um, Pony, alles gut. Und dann kriegt es den wieder. Ja, so sind wir bei den Vorderhufen vorgegangen und wie ihr seht, funktioniert das schon ziemlich zuverlässig. Feine Maus. Zum Hinterhuf gehe ich eigentlich ähnlich vor. Wir haben aber eben dieses Problem, dass sie am Hinterhuf treten können. Das heißt, ich gehe auch und ich persönlich stehe immer relativ nah am Hinterbein, damit sie nicht so Schwung nehmen können. Sie tritt nicht bösartig, im Sinne von, sie hat gar keinen Bock da drauf, aber sie versucht schon manchmal, ihr Bein noch frei zu kriegen und nimmt damit auch schon mal so ein bisschen die Bewegung zur Seite. Wir schauen jetzt mal, wie das funktioniert. Schatzi. Super. Ich gehe also hier ran, gehe hier in die Nähe und ihr seht, ich stehe mit meiner ganzen Schulter da, damit ich so ein bisschen dagegen drücken kann. Mache dann hier das gleiche, sag Huf und nehme hier auch so ein bisschen in die Fessel, beziehungsweise gar nicht so weit runter. Feine, komm. Super, feine, toll. Superschön. Super schön, ihr habt gesehen, ich habe jetzt sehr schnell wieder losgelassen, weil sie es sehr gut gegeben hat und nicht sofort nachgetreten hat. Feine Maus! Und da hilft mir der Behang sehr, weil ich am Anfang noch gar nicht umpacken muss, sondern einfach am Behang halte den Huf. Feine! Jan, machen wir dich nochmal? Hier? So? Komm, Huf!
Ja, super. Super, fein. Super, ich halte. Super. Ich muss sie einmal wieder zurückführen. Super fein. Toll machst du das. So, auf ein neues, feine. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie nicht nach vorne wegläuft, weil sie sich jetzt angewöhnt, dass vorne niemand steht. Feine. Weil es ist natürlich eine intuitive Bewegung, dass wenn ich den Huf hochhebe, dass sie nach vorne wegläuft, wenn dort niemand steht. Also da kann ich sie jetzt nicht so sehr für bestrafen. Komm, Huf. Hier steht sie jetzt sehr ungünstig. Drückt auch ein bisschen dagegen dann. Feine. Super. Komm. Super. Feine. Toll. Super. Okay. Feine. Da habe ich jetzt schon umgepackt. Sie hat jetzt nachher doch einmal gezogen, aber da war ich, hatte ich schon quasi losgelassen. Feine. So, tolle Maus. Aber das war schon ziemlich lange und gut gehalten für sie. Ihr seht aber, das Ding ist halt, dass man am Anfang so ein bisschen stur sein muss, auch wenn sie so ein bisschen, ich sag jetzt mal austreten, aber man muss hier differenzieren zwischen einem wirklichen Austreten von wegen geh weg oder kann ich mir schon mein Bein wieder haben, damit ich nicht umfalle. Wenn ihr Pferde habt, die wirklich treten, könnte man das eben mit dem Seil versuchen, dass man erstmal ein Seil hier um die Fesselbeuge legt und das Bein so ein bisschen nach oben anzieht. Habe ich persönlich noch keine Erfahrung mitgemacht, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Ich weiß, dass einige das machen bei Pferden, die sich gar nicht an den Hinterbeinen anfassen lassen, aber da kann ich nicht viel zu sagen. Das ist so der Weg, auf dem sie das gelernt hat jetzt. Sprich, sie hat am Anfang dann auch wirklich ein bisschen damit rumgezappelt und ich habe einfach versucht, das ein bisschen zu halten. Das, was sie ganz am Anfang hatte, war, dass sie so ein bisschen dann begonnen hat, das Bein nach außen zu nehmen, weil sie gemerkt hat, dass das ganz gut funktioniert, dass ich dann weichen muss. Und dann hat sie begonnen, quasi nicht nur das Bein nach außen zu nehmen, sondern ihre ganze Gruppe gegen mich quasi zu werfen, um mich dort wegzubekommen. Und das habe ich allerdings sehr rigoros korrigiert, weil ich nicht möchte, dass sie sich dann noch mit dem Hintern gegen mich wendet, so dass sie zappelt, um ihr Bein wieder freizukriegen. Das kommentiere ich nicht groß, das lobe ich, wenn sie das möglichst lässt. Aber wenn sie dann anfängt, gegen mich zu gehen, dann werde ich da ein bisschen strenger und dann habe ihr seht, dass ich meine Gerte auch immer so ein bisschen dabei habe, da habe ich sie dann ziemlich zügig mit den Hintern in die andere Richtung geschickt. Das muss sie natürlich vorher verstanden haben, sonst bringt das Ganze nichts. Genau, aber ja, das ist der aktuelle Stand beim Hufegeben und so haben wir das aufgebaut. Und da hilft natürlich ein bisschen Behang, aber es ist durchaus auch möglich ohne Behang. Ja, das war das Hufegeben mit Roske. Falls ihr da noch Fragen zu habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Aber das war jetzt einfach mal so ein bisschen ein Einblick, was so ihr aktueller Stand ist und wie wir das aufgebaut haben. Ist noch nicht perfekt, aber es nimmt langsam Form an, sodass man vorne die Hufe schon kratzen kann. Und der Schmied war eben auch schon da und konnte ganz gut bearbeiten. Als sie länger an die Hinterhufe gingen, haben sie dann tatsächlich jemanden auf die andere Seite gestellt, um so ein bisschen gegenzuhalten, damit sie da nicht umkippen kann. Damit sie da so ein bisschen Sicherheit hat. Genau. Dann hoffe ich, dass das mit euren Pferden gut klappt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!